Hallo, mein Name ist Claudia Englert und ich bin seit 8 Jahren ambulant tätige Neurologin. Was mich der Klimawandel angeht, ich sehe ihn in meiner Praxis. Ich hatte in den letzten 2 Hitzesommern viel mehr Patienten, die über Schwindel, Schwitzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrations- und Schlafstörungen geklagt hatten. Ich hatte Patienten mit Multipler Sklerose, die hitzebedingte schubartige Verschlechterungen ihrer Krankheit hatten. Und ich habe viel mehr Demenzpatienten gesehen, die dementer waren als normal, die Halluzinationen und Wahnvorstellungen hatten. Und das alles benötigt mehr Diagnostik, mehr Therapie und auch Krankschreibungen und Atteste habe ich für solche Symptome mehr ausgestellt. Der dritte Hitzesommer scheint gerade zu beginnen. Das heißt, ich sehe den Klimawandel und unter anderem deshalb engagiere ich mich für Health for Future.